1945 wurde die St. Pauli-Kirche bei einem Luftangriff zerstört und seit 1999 wird sie als Theaterbühne genutzt und es war ein langer Weg bis zur endgültigen Sanierung, aber ganz genau weiß das Steffen Jäckel von der Stesat, denn sie haben ja so ein bisschen dafür gesorgt, dass es jetzt hier noch ein Happy End im Hechtviertel gab. Genau, das Happy End fand gewissermaßen letztes Jahr im Mai statt und wir sind eigentlich sehr glücklich, dass wir diesen Standort hier dauerhaft auch so nutzen können und ja, es war ein langer Weg, durchaus ein gemeinsamer Weg, den die Stesat beschritten hat mit dem Kirchspiel, gemeinsam mit der Stadtverwaltung, mit allen beteiligten Ämtern und natürlich auch mit den Bewohnern des Hechtviertels, die zu ihrem Standort von Anbeginn der Nutzung hier eigentlich zur Stange gehalten haben und das bis zum heutigen Tag. Was waren da denn baumäßig die Höhepunkte? Ich denke mal sicherlich, als dieses 400 Quadratmeter große Glasdach eingesetzt worden ist. Das war also mit Sicherheit der Höhepunkt in der letzten Bauphase, die wir jetzt hier hatten. Es ist ja schon architektonisch auch was Besonderes, eine relativ einfache Stahlglaskonstruktion hier aufzusetzen, aber mit doch gigantischen Ausmaßen. Und ich glaube, Architekt, Bauleiter, alle Beteiligten waren froh, als die ersten großen Stahlträger hier eingeschwebt sind und am Ende jetzt das Dach auch wirklich dicht ist. Der Bau ist fertig, aber es gibt trotzdem immer noch was zu tun. Das Haus ist alt, über 120 Jahre und im Zweiten Weltkrieg mit in zwei Bombenangriffen wirklich schwer beschädigt worden. Und es ist keine komplette Sanierung gemacht worden, wird es auch nicht geben können. Und insofern ist hier immer wieder etwas zu erwarten. Aus heutiger Sicht ist es fertig, aber bei so einem alten Haus ist das, glaube ich, das falsche Wort. Es wird nie fertig sein. Ja, und dann ist es ja so, dass hier der Theaterverein das als Spielstätte nutzt. Also ist auch ein wichtiger Punkt für den Stadtteil, hier fürs Hechtviertel. Was wird die Stesat hier überhaupt noch machen im Stadtteil? Da gibt es bestimmt noch andere Projekte. Genau, also so ganz viele Projekte gibt es jetzt nicht mehr. Die Stesat ist Sanierungsträger im Gebiet, im Hechtviertel. Und das Hechtviertel selber hat diesen Status erhalten, weil es eben ein sehr, sehr reizvolles Wohngebiet ist von der Bausubstanz, von der gesamten Infrastruktur. Und es sind in den letzten mehr als 10 Jahren hier große Summen an Fördermitteln reingeflossen. Die größte Einzelmaßnahme von der Fördermittelsumme ist direkt hier an der St. Pauli-Kirche eingesetzt worden. Und die Stesat wird es einzelne Maßnahmen noch vollenden, was Straßenertüchtigungen sind. Da sind noch Einzelmaßnahmen jetzt, die auch ausgeführt werden. Und es soll planmäßig 2016 das Hechtviertel dann als Sanierungsgebiet auch beendet werden. Danke für die ganzen Informationen. Und man muss wirklich sagen, die Stesat hier hat das Problem gelöst. Der Theaterverein hat jetzt eine trockene und vor allen Dingen auch moderne Spielstätte. Und was da alles aufgeführt wird, da werden wir gleich noch Sie drüber informieren im zweiten Teil von der Drehscheibe Sommertour. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Franziska Wöllner.